Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten, um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann immer du einschaltest. Herzlich willkommen bei der Living Earth. Und heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Gast, den ich auch schon mehrere Male zu Gast hatte. Hallo, lieber Oliver Löwenherz, wie schön bist du wieder dabei. Ich grüße dich aus Mexiko. Ich grüße euch alle, liebe Tatjana. Und ja, buenos dias. Buenos dias. Ich kann es noch gar nicht richtig aussprechen. Oliver, du bist Visionär, du bist Abenteurer und du bist Filmemacher. Und es steht was Großes bevor. Und zwar in wenigen Tagen gibt es eine Weltpremiere. Erzähle was darüber. Wir haben unseren neuen Film fertig gemacht. Der heißt 100.000 Löwen. Wir haben ja letztes Jahr unseren Film Schwarz zu Gold, der Schatz der schwarzen Schafe, rausgegeben. Und ich habe danach in vielen Feedbacks von den Menschen, die gesagt haben, der Film hilft uns so weiter, Oliver, und endlich wissen wir, dass wir gar nicht am Rand stehen, sondern dass dann Gold in uns schlägt und dass wir wichtig sind für den Wandel. Aber was ist denn der nächste Schritt? Wie sollen wir da vorgehen? Könntest du nicht Filme machen, die uns ein bisschen durch diesen Prozess durchleiten? Und die Anregung haben wir aufgenommen. Und wir zeigen am 23. Juni abends um 7 online live auf Okitalk, ja, die Weltpremiere. Und der Film heißt 100.000 Löwen. Und es geht um die lange dunkle Nacht der Seele. Es geht darum, dass viele Menschen kennen es schon, viele werden es noch kennenlernen, dass wenn du auf der Suche nach deiner Essenz bist, nach der Flamme, die da drin brennt, also wenn du auf der Suche nach deinem Wesenskern bist, abseits von Illusionen und Berufsbezeichnungen und Rollenspielen, dass du in die Dunkelheit geworfen wirst vom Leben. Und du hast keine Ahnung mehr, wer du bist. Du hast keine Ahnung, was das Ganze hier soll. Du hast keine Ahnung, warum bin ich überhaupt noch hier? Es wäre auch nicht schlimm, wenn ich nicht da wäre. Und dass das alles wichtig ist, um wieder deine Flamme zu finden. Und dass du nach diesen dunklen Nächten, dass du in Dankbarkeit zurückschaust. Ich war schon 4-mal richtig tief drin in meinem Leben und habe hinterher immer gesagt, jedes einzelne Mal, danke. Danke, dunkle Nacht, dass du mich da durchgeführt hast. Und die Ausrichtung des Films ist, ja, wenn du den Mut hast in dieser dunklen Nacht, in dieser dunklen Krise, in der wir jetzt alle gerade stecken weltweit, ne, trotzdem weiter deinen Weg zu gehen, dann wirst du von 100.000 Löwen begleitet. Das ist so, die kannst du spüren, die laufen 50.000 links, 50.000 rechts und noch ein paar hinter dir und ein paar vor dir. Die sind da, du hast die Kraft von 100.000 Löwen und die bringen dich durch die Dunkelheit. Du musst einfach nur entscheiden, ich gehe jetzt da durch. Ich akzeptiere das, ich finde dieses Feuer in mir und ich gehe da durch, komme, was da wolle. Und darum geht es in dem Film. Was für ein schönes Bild. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was die 100.000 Löwen bedeuten. Jetzt überlege ich gerade, da brauche ich ja viel größere Räumlichkeiten. Was mache ich, wenn ich fliege? Wie kommen die mit? Nein, wundervoll. Das ist ein super schönes Bild. Ja, ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast. Spannenderweise hat die dunkle Nacht der Seele bei mir dann angefangen, als ich meinen Weg verändert habe. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich solch herausfordernde Momente in meinem früheren Leben gehabt habe. Ja, es gab mal immer mal Herausforderungen oder Liebeskummer oder was auch immer. Aber diese Heftigkeit, wo du genau das, wie du sagst, alles in Frage stellst, wo du einfach keine Ahnung hast, wie es morgen weitergehen soll, das ist eigentlich erst, seit ich meinem Weg folge, also seit ich auf mein Herz höre. Hast du eine Idee, warum das so ist? Es ist nach meinem Dafürhalten, ne, so wie ich die Dinge sehe, wir haben einen Herzensweg. Ne? Jeder von uns ist mit einer Mission, mit einem Herzensweg, mit einer bestimmten Ausrichtung und auch mit Gaben und Talenten geboren worden. Wir werden ja nicht mit einem Talent geboren, um die Tollen zu sein, ne? Damit wir uns daran bereichern können oder Ruhm und Ehre und Geld einzuheimsen, sondern um dieses Talent mit der Welt zu teilen. Und nun beschließen viele Menschen, vielleicht ist es auch kein bewusster Entschluss, das einfach zu ignorieren. Ne? Die Stimme des Herzens ruft ab und zu, man ignoriert es, man hat da keine Lust drauf. Und ich habe das Gefühl,
dann sagt das Leben, das Universum, letztendlich deine innere Stimme auch, okay, dann, der will da eh nicht auf seinen Herzensweg, dann lassen wir es auch. Wenn du aber das Gefühl hast, da ist eine Stimme und ich will der folgen, aber da ist dieser ganze Unrat, ne? Da ist dieser ganze Müll in mir drin von der Kindheit, den Eltern, der Gesellschaft, der Schule, der Uni, vom Fernseher, von den Medien. Da sind so viele Illusionen und falsche Bilder in dir drin. Das ist alles schmutzig. Und was macht man, wenn alles schmutzig ist? Man tut es in die Waschmaschine, macht einen Vollwaschgang mit Schleudern und allem, ne? Und ist die dunkle Nacht der Seele. Also was die da tut, das ist keine Strafe. Das ist nicht so, dir drücke ich mal eins rein, sondern verdammt, du bist auf deinem Herzensweg, let's go. Aber vorher müssen wir dich halt einmal durchwaschen. Es geht nicht anders. Und dieses Durchwaschen ist grässlich, das ist furchtbar. Aber nötig. Es ist einfach nötig, weil du sonst weiterhin den Irrtümern folgen würdest. Du würdest weiterhin dem folgen, was die Gesellschaft und der Fernseher dir vorgeben. Und so kommst du halt nicht auf deinen Herzensweg. Und dann kriegst du halt den kompletten Schleudergang und wirst einmal durchgereinigt. Und es Wow. ist währenddessen nicht schön. Aber wenn du durch bist und dann merkst, wow, jetzt bin ich sauber, jetzt weiß ich wieder, wer ich bin, und dann guckst du zurück und sagst, danke. Danke, dunkle Nacht der Seele. Danke, Finsternis, dass du mich wieder dahin gebracht hast, dass ich erkenne, wer ich wirklich bin und diesen ganzen Schmodder einfach weggewirbelt, weggeschleudert hast. Auch wenn es nicht schön war währenddessen. Aber es war eine Tiefenreinigung und Tiefenreinigungen sind halt nicht lustig. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir dann aber auch ziemlich geprüft werden. Also wir haben uns gegenseitig da auch schon ein paar Prüfungen erzählt. Das heißt, wenn du dich für irgendwas entschieden hast, dann kommt da noch mal so eine richtig harte Prüfung um die Ecke. Was gab es da bei dir so für Prüfungen in den letzten Monaten oder Jahren? Gott, wie viel Zeit haben wir? 8 Stunden? 2 Tage? Leute, es wird ein langes Interview. Stellt euch schon mal drauf ein. Es ist mit diesen Prüfungen, also ich lerne ja auch immer noch weiter, ne? Wie das alles funktioniert da mit diesem auf dem Weg sein, in ein neues Bewusstsein kommen. Ich merke, wenn ich für mich einen neuen Bewusstseinsschritt gehe, und das kann ich an nichts erstmal festmachen. Das ist nicht wie in Science-Fiction-Filmen. Du gehst jetzt in ein neues Bewusstsein, da kommen so Lichtstrahlen und du siehst magische Schlösser und Flügelwesen flattern auf dich zu und bewerfen dich mit Goldstaub. Vielleicht findet es statt, aber ich sehe es halt nicht. Und auch nach 2 Rotweinen nicht. Nee, das Leben gibt dir dann sofort. Und zurzeit läuft ja alles schnell, ne? Manifestieren im Goldenen wie im Finsteren läuft alles sehr schnell. Und dann kriegst du die Prüfung sofort. Also ich bin jetzt im neuen Bewusstsein und ich nehme mir vor, sagen wir mal, ich werde jetzt nur noch die Wahrheit sprechen. Ich werde jetzt nicht mehr lügen, ich werde nie mehr lügen, ich werde nie mehr ausweichen, ich werde nur noch die Wahrheit auf den Tisch legen. Dann kommt innerhalb von Stunden kommt irgendeine Situation, wo es dir sowas von schwer fallen wird, die Wahrheit zu sagen, aber sowas von schwer, dass du dann mit dir haderst und vielleicht scheiterst und vielleicht lügst du nochmal und stellst fest, ah, ich war da noch nicht. Ich war noch nicht auf dem Bewusstsein. Das hat sich toll angefühlt, aber ich war halt da noch nicht. Und es ist okay. Dann lernst du nochmal und kriegst wieder eine Prüfung, um dich zu testen. Die kommen halt schnell, die Prüfungen. Und irgendwann meisterst du die Prüfung. Und die höchste Meisterschaft ist die Meisterschaft von einem selbst, ne? Und ich war in einem Bewusstseinsprozess, der dauert jetzt schon länger, unabhängig zu sein von Geld. Nicht Geld verteufeln, nicht sagen, es ist was Schlimmes, es ist was Schlechtes oder scheiß Geld, überhaupt nicht. Man kann mit Geld wunderschöne Sachen machen. Wir könnten ohne Geld unsere Filme nicht machen. Aber nicht mehr abhängig zu sein von, ich habe Geld, also habe ich einen sozialen Status. Oder ich habe Geld und muss keine Angst mehr haben. Ich kann nur frei sein und ohne Angst leben, wenn ich Geld habe. Ne? Diese ganzen Irrtümer, die in einem drin sind. So, und was schickt mir das Leben jetzt seit längerem schon, dieser Tage sehr extrem für eine Prüfung? Ja, wir stehen demnächst ohne Geld da. Wir kommen Anfang Juli nach Deutschland, Österreich, Schweiz, um die Filme zu präsentieren, um Freunde zu treffen. Und wir haben die Rückflugtickets noch nicht. Und mal gucken, ob wir die noch kaufen können. Mal gucken, wenn wir hier nach Mexiko zurückkommen, ob wir überhaupt noch Miete zahlen können. Und das ist keine schöne Situation. Das wäre, wenn ich jetzt allein wäre. Ich würde sagen, ja, ich finde immer irgendwo was, wo ich übernachten kann, aber mit Kind und wir können vielleicht die Schule von unserer Tochter nicht mehr bezahlen. Das heißt, sie sieht ihre Freunde nicht mehr, kann nicht auf die Schule gehen, die sie liebt. Und dann werden die Situationen hässlich. Aber dann lernst du. Und dann wird wahrscheinlich oder vielleicht demnächst eine Situation kommen,
wo ich vor die Entscheidung gestellt werde, da bietet mir jemand Geld an, aber ich kann das eigentlich mit mir nicht vereinen, für diese Firma oder keine Ahnung, für diesen Auftraggeber einen Job zu machen. Aber der winkt mit den großen Geldbündeln. So, das sind Prüfungen, ha? Das ist nicht eine Quizfrage im Spiri-Quiz oder irgendwas, sondern das ist echtes Leben und das ist so. Ich brauche dringend das Geld. Aber das würde ich nie im Leben machen, weil das ist nicht gut, was der macht. Ich kann das eigentlich nicht unterstützen. Also verhure ich mich oder verhure ich mich nicht? Wow. Und am Stammtisch oder im Interview mal rauszuhauen, ich verhure mich nie wieder. Oh, Feenstaub und so weiter. Ah, das ist einfach, das ist super. Aber wenn du richtig verzweifelt bist und da winkt einer mit den Geldbündeln oder egal mit welchem Thema, da winkt einer mit der Lösung, aber du spürst, das darf ich eigentlich nicht machen, von mir selber raus nicht. Dann die Entscheidung zu treffen, dann kannst du dich selber prüfen. Also verhure ich mich wirklich nicht oder war es einfach nur bla bla? Ich Und die finde es Prüfungen ganz, sind hart zurzeit. ja, ich finde es ganz großartig, dass du es auch ansprichst. Und Ja. ich glaube, dass, also das ist das, was ich auch vielerorts sehe. Das ist auch das Thema, was ich habe. Ja, also wir kommen ja beide aus Berufskategorien, wo es uns richtig gut ging, wo wir ausreichend Geld hatten, wo wir uns viel leisten konnten. Und jetzt sind wir so auf dem Weg, für die Gemeinnützigkeit, natürlich auch für uns selber. Ja, das heißt, wir machen ganz viele wundervolle Sachen, einmal für uns und dann aber auch für andere. Und dann kommen diese Prüfungen, dass man sich wirklich die Frage stellt, brauche ich das? Ist das nötig? Muss das sein? Und so weiter und so fort. Und das finde ich wahnsinnig herausfordernd. Und das Ergebnis für mich ist immer wieder ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, liebes Leben, du hast mich mit auf diesen Weg begleitet und ich vertraue darauf, dass das jetzt richtig ist und dass es Lösungen gibt, wie auch immer die Lösung aussehen mag. Und es ist super faszinierend, was es dann für Lösungen gibt. Also Dinge, wo du auch überhaupt noch nicht dran gedacht hast. Also ich war jetzt viel unterwegs und hatte auch häufig dieses Momentum, wo ich nicht wusste, wo ich heute schlafe. Und damit kann ich mittlerweile wundervoll umgehen. Ja, weil es sich immer ganz wundervolle Sachen ergeben und ja, im Vertrauen zu sein. Aber das war auch nicht immer so. Das heißt, wir lernen immer mehr, wir nähern uns immer mehr an, dieses hundertprozentige Vertrauen zu haben, egal was passiert, es ist richtig. Auch wenn sich jetzt hier Angst zeigt oder wenn jetzt eine Unsicherheit da ist, es ist richtig und wir sind hier auf einem guten Weg. Und das ist sehr faszinierend. Vielleicht nicht immer in dem Moment, aber rückwirkend immer großartig. Ja, wie sollst du Vertrauen lernen, wenn nicht eine Situation kommt, wo du kein Vertrauen mehr hast, ne? Also wenn alles super läuft, dann ist es einfach zu vertrauen. Ah, hier kommt eine Million, da kommt eine Million, die Frauen fliegen auf mich, ich habe 1 Million Follower, ich habe ein tolles Auto und bla bla bla, die ganze Bandbreite. Ja, dann kannst du sagen, ich vertraue dem Leben, hahaha. Das kostet dich nicht viel. Das ist wie Flitterwochen, ne? In Flitterwochen ist einfach zu sagen, ich liebe dich, weil du bist ständig unter Rotwein, Sonnenuntergänge, ständig gibt es Sex. Ja, dann sagst du halt, oh, ich liebe dich so sehr, ich will ewig mit dir zusammen sein. Aber wenn dein Partner auf einmal in die dunkle Nacht der Seele geht, ein halbes Jahr lang, oder total krank ist und von der Beziehung her funktioniert es nicht mehr und dann wirst du noch junge Eltern und dann ist noch ein schreiendes Baby im Spiel. So. Dann kannst du mal zeigen, ob du noch sagst, von Herzen liebe ich dich und möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Da zählt's. In den Flitterwochen ist es nett, aber es sagt doch nichts aus. Das war ja spannend, oder? Also eigentlich kannst du ja alles so auf Honeymoon beziehen, ja? Alles, was frisch und was neu ist. Ja, das fühlt sich ja auch bei Jobs oder bei wenn du ein neues Thema oder ein neues Projekt hast. Das ist ja auch so am Anfang so Adrenalin und Endorphin getragen. Und dann das wirklich dann fertig zu machen und durchs Nadelöhr durchzugehen. Ich glaube, das ist so die Kunst des Lebens, um die es dann wirklich am Ende geht. Ja, ich meine, von Hermann Hesse ist es, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ne? Es ist auch wichtig, dass du nicht ganz am Anfang schon aufgibst. Dass erstmal irgendwas zieht dich da mal rein. Dass es auch eine Zeit lang schön ist. Und es kommen automatisch die Täler im Leben. Aber in den Tälern kannst du halt zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ne? Also wie kannst du deine Stärke zeigen, wenn nicht irgendwas versucht, dich umzuschmeißen? Geht ja nicht. Sonst sind es halt immer nur Behauptungen.
Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo es, so wie ich es sehe, extrem wichtig ist, dass wir uns selbst ermächtigen, ne? Dass wir in unsere Selbstwirksamkeit kommen, in unsere Souveränität, in unsere Selbstverantwortung. Und dass auch das können wir uns selber nur zeigen, wo wir da gerade stehen, wenn Prüfungen kommen, wenn Aufgaben kommen. Sonst sind es ja nur leere Behauptungen. Und das fällt vielen, auch mir in vielen Situationen immer noch schwer zu sagen, ich bin jetzt selber für mich verantwortlich. Ich vertraue Menschen, denen ich gelernt habe zu vertrauen. Ich vertraue dem Leben. Aber letzten Endes möchte ich an einen Punkt kommen, wo ich selber schaffe. Und dann helfen mir andere, weil es schön ist, Sachen gemeinsam zu machen. Aber ich bin von niemandem abhängig. Von niemandem. Was nicht heißt, dass ich ein Eremit werde. Überhaupt nicht. Das ist ein Irrtum. Ich bin mit vielen Menschen zusammen. Wir machen zusammen tolle Projekte, weil es Spaß macht. Macht ja auch immer Spaß, wenn wir Dinge zusammen machen, ne? Das ist schöner, als es allein zu machen. Beim Sex ja auch so. Aber letzten Endes brauche ich es nicht, ne? Ich bin von niemandem abhängig. Das Schönste in der Beziehung, was man sagen kann, ist, ich brauche dich nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Aber wenn ich dich liebe, weil ich dich brauche, oh, wow, gefährlicher Grund. Weil dann werde ich immer abhängig sein, ne? Dann werde ich nie frei sein. Dann werde ich nie ich selbst sein. Und jetzt ist die Zeit, wo wir in unser eigenes Selbst reinkommen, wo wir für uns selber einstehen und nicht mehr jemand folgen, am wenigsten dem Fern, ne? Oder den Medien, niemandem mehr folgen, sondern unserem eigenen Herzen folgen. Und die sind, die wir sein sollen. Punkt. Und wenn der Rest der Welt sagt, das ist aber, finde ich nicht gut, was du da machst, aber ich spüre es ist gut, dann mache ich es. Mir ist egal, was die anderen sagen. Unabhängig von der Meinung anderer, unabhängig von den Medien, unabhängig von der Gesellschaft. Ich höre mir Dinge an und gucke vielleicht, naja, da kann ich was lernen, da lasse ich mich inspirieren, klar. Aber ich entscheide, was davon in mein Leben reinkommt und was nicht. Und das ist hart, das ist ein harter Weg, ne? Das wollte ich gerade sagen. Das ist auch so was. Ich meine, das zu sagen und das am Ende dann auch zu leben, das sind schon zweierlei Themen. Also ich Oh ja. halte mich für sehr unabhängig in diesem Bereich und dann gibt es wieder Momente, wo es mir super wichtig ist, was andere denken. Und dann realisiere ich das und denke, okay, und warum ist dir das jetzt wichtig? Ja, worum geht es jetzt gerade hier? Und dann gibt es immer wieder eine Story, die dann verknüpft ist mit einem alten Thema. Ich kann das mittlerweile gut herleiten, aber es ist so wichtig, dass wir das wahrnehmen und dass wir uns damit befassen und dass wir einfach sehen, also das, was ich sage, muss nicht immer zu 100% übereinstimmen mit meinen Handlungen. Und das zu überprüfen und wirklich auch immer wieder hinzugehen oder so wie du es sagst. Ich meine, wir sind beide sehr abenteuerlustig und wir stürzen uns in alles rein. Und doch die Ehrlichkeit zu haben, dass auch Abenteuer manchmal herausfordernd sind und dass es eben nicht alles so einfach ist, wie es von außen aussieht. Ich meine, das sieht immer super easy aus, was Menschen von außen sehen. Ja, du lebst in Mexiko, hast ein wundervolles Haus, lebst da mit deiner großartigen Familie, hast ein cooles Leben, bist Filmemacher, triffst ganz viele wichtige Menschen und gehst von einer Premiere zur nächsten. Und das ist das Bild, das da entsteht und dass das nicht immer stimmt. Und das finde ich ganz wirklich großartig, dass du dazu stehst und das auch wirklich aufzeigst, dass auch, ja, dass überall was zu finden ist oder dass überall es menschelt und dass es nicht zu 100% lebbar ist. Ich habe übrigens auch noch niemand gefunden. Also ich glaube, der Hector war ja auf der Suche nach der Liebe und die Strobel war auf der Suche nach Perfektion. Also ich habe mich in den letzten Jahren, wenn ich zurückwirkend schaue, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Menschen, der vollkommen ist. Also vollkommen in der Liebe, ja, liebevoll zu sich und zu anderen, mit der Natur im Einklang. Ich bin immer total erschrocken, wenn ich dann jemanden treffe, der das so verkörpert für mich und dann, ja, schlägt der einen Moskito tot. Das ist für mich so, oh, was ist das? Was ist denn da los? Ja, oder erzählt mir, dass er Schnecken zerstückelt hat, weil die in seinem Garten alles aufgefressen haben, wo ich dann so total echauffiert bin und das passt für mich nicht, aber es passt deshalb nicht, weil wir einfach Menschen sind. Und Menschen sind, wie sie sind. Sie sind eben nicht perfekt. Sie sind auf dem Weg zu sich selbst. Aber Perfektionismus ist wahrscheinlich der völlig falsche Maßstab. Ja, perfekt.
Perfekt heißt ja abgeschlossen letzten Endes, ne? In dem Moment, wo ich perfekt bin, ist das Spiel vorbei. In dem Moment, wo ich alle vier Figürchen im Mensch ärgere dich nicht zu Hause habe, ist das Spiel vorbei. Also will ich so schnell wie möglich perfekt sein? Nein. Die Summe meiner Fehler, meiner Imperfektionen ist eigentlich meine Perfektion, weil das bin ich. Wenn ich jetzt alles perfekt machen würde, dann wären wir jetzt 8 Milliarden Jesuse und Maria Magdalenas. Was würden wir denn hier machen? Keine Das Ahnung. stimmt, das Und stimmt. Ja. ich habe was Interessantes gemacht, auch um sich selber zu überprüfen können, mal wenn Kanalbetreiber zugucken, wenn ihr euch traut, macht es mal. Ich hatte auf meinem Telegram-Kanal Schwarz zu Gold, waren irgendwie 1300 Follower. Und ich habe dann irgendwann mal geguckt, so, wie viel von meinen Posts, die ich da mache, werden denn tatsächlich gesehen? Wie viele Kommentare gibt es und so weiter? Und irgendwann dachte ich, die Zahl sieht jetzt ganz nett aus, 1300 Follower ist jetzt auch nicht der Riesenhit, aber hey, ich bin einer und diesen 1300 ist ja toll. Lesen die das wirklich? Oder fange ich an, mich mit einer Nummer zu schmücken? Und dann habe ich in dem Kanal gepostet, ich möchte das jetzt wissen, deswegen mache ich einen neuen Kanal. Wer mitkommt, kommt mit. Dieser Kanal wird in 2 Wochen abgeschaltet. Und dann kamen von den 1300, kamen nur 170 mit. Und das Interessante war, eine meiner Reaktionen war, Scheiße, hätte ich doch nur die 1300 behalten. Da dachte ich, ah, guck mal, das ist das Ego. Dann hätte ich weiterhin mit etwas mich schmücken können, was gar nicht die Wahrheit ist. Und dann dachte ich mir, lieber die 170, aber die sind noch dabei. Die wollen weiterreisen, die wollen weiter diesen Bewusstseinsweg gehen. Dann doch lieber die als 1300, die sich da so ein bisschen bespaßen lassen, damit ich da eine große Zahl stehen habe. Und so kann man sich selber immer mal wieder so untersuchen, ne? Wo stehe ich denn gerade? Wer bin ich denn, wenn ich keine Follower mehr habe, kein Geld mehr auf dem Konto ist, mich keiner mehr lieb hat? Wer bin ich denn dann noch? Und wenn dann meine Antwort wäre, dann bin ich nichts mehr, oh la la. Dann war ich nie was. Dann war ich immer nur die Summe meiner Errungenschaften im Außen. Ho, ho, ho. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und das Ego macht ja auch viele Kapriolen. Also Oh ja, oh ja. ich hab ja genau das gemacht. Ich war ja sehr erfolgreich und habe dann einfach gespürt, dass alles leer ist. Ja, dass ich mich immer nur in die äußere Welt geflüchtet habe. Und ja, Gucci, Prada und Co. meine besten Freunde waren. Und als ich das dann hergegeben habe, völlig unabhängig davon, was im Außen an Reaktionen kam, da hat das Ego getobt. Meine Güte, hat das getobt. Ja, so wirklich von Versager, du bist niemand mehr. Wie konnte sowas passieren? Das war ganz spannend, obwohl es meine Wahl war. Das hat mich total fasziniert. Ja, ich habe entschieden, die großen Autos, die Häuser, alles wegzugeben und wirklich auf 30 Quadratmeter zu ziehen. Das war meine Entscheidung. Da hat mir niemand reingeredet. Und trotz allem hat das so weh getan, als wenn ich mir irgendwas abgeschnitten hätte. Es war körperlicher und psychischer absoluter Horrorschmerz über eine gewisse Zeit lang. Ja, das haben mir meine Spirits mal gesagt, ist schon länger her. Gesagt, Oliver, Reichtum und nochmal, Geld ist nichts Schlechtes. Wir müssen nicht arm sein, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass Geld ein Mittel zu etwas ist und nicht der eigentliche Zweck. Und haben gesagt, Oliver, Reichtum und Ruhm sind zwei Türme. Und dann haben sie mich, wir haben so eine mystische Reise zusammen gemacht mit meinen Spirits, dann haben sie mich auf einen dieser Türme hochklettern lassen. Und wie fühlt es sich so an? Nehmen wir mal den Ruhmturm, ne? Mehr Follower, alle geben dir Herzchen und Thumbs up auf Facebook und so weiter. Jetzt sind es 10.000, Hunderttausende, Millionen. Jetzt reicht der Bildschirm schon gar nicht mehr, um es zu zeigen. Ne? Und dann bin ich in Gedanken immer höher auf den Turm. Und, dann, und wie ist es da oben, Oliver? Die Aussicht, ne? Und ich sage, ah, die Aussicht. Ich sehe alles von oben. Die anderen sind alle da unten. Die gucken zu mir auf und wow. Und dann sagen sie, merkst du was, Oliver? Merkst du, wie du den Kontakt zu denen da unten verlierst? Und auf einmal habe ich gemerkt, ja, ich bin so weit oben auf meinem Turm, dass ich die da unten gar nicht mehr richtig spüre. Und dann haben sie gesagt, und guck mal da in der Ferne, was siehst du da? Und dann habe ich gesagt, oh, da ist so ein Weg, der schlängelt sich da. Und sagen sie, ja, das ist dein Weg, Oliver. Und was passiert, wenn du ganz oben auf einem Turm bist? Und dann habe ich mir die Antwort selber gegeben, dann bin ich nicht mehr auf meinem Weg. Das sind Fallen. Du bist auf deinem Weg, du gehst deinen Weg, dafür bist du hier. Und auf einmal, oh, dieser Turm habe ich da, oh, dieser Turm. Ja, oh, da gehe ich mal hoch. Das ist eine Falle, liebe Leute, das ist eine Honey Trap.
Weil dann verweilst du oben auf dem Turm. So schön hier und alle schauen zu mir auf. Oh, ich bin auf dem Turm. Aber du gehst verdammt nochmal nicht mehr deinen Weg. Steig wieder runter. Und was das Leben jetzt gerade macht, im Pachakutek, in der sogenannten Apokalypse, das ist halt, dass der Phönix kommt und der zerbrennt diese ganzen Türmchen, ne? Die fallen um. So, dann hockst du da, aber das war doch so schön auf meinem Turm. Ja, sagt der Phönix, egal, weg damit. Du musst wieder auf deinen Weg, weg mit deinen Türmchen. Und diese ganzen Türmchen, die werden gerade alle eingeäschert, komplett. Im Außen, viel wichtiger, aber im Innen, diese ganzen Türme, die ich mir gebaut habe, wer ich eigentlich bin. Ne? Bin ich ein guter Vater, weil ich meiner Familie ein Leben in Luxus und mit einem gewissen Lebensniveau ermögliche? Bin ich ein guter Vater, weil, wenn meine Familie fragt, hast du mal Geld für irgendwas, dann habe ich es immer? Nein. Ich bin ein guter Vater, wenn ich unabhängig von dem, was im Außen passiert, meiner Familie jeden Tag Liebe gebe und sage, alles ist gut, ich bin hier, wir kriegen das zusammen hin, ich habe euch lieb, dann bin ich ein guter Vater. Das andere spielt keine Rolle. Und in diese Prüfungen werden wir jetzt geworfen. Ja. Und darum geht es eben in dem Film am 23. Du hast viele spannende Menschen interviewt. Wen werden wir da sehen? Da werden wir zum Beispiel die faszinierende und wunderbare Tatjana Oh. Strobel sehen, die ja auch, auch im Film ist. Katharina Roland ist dabei, Katharine Turner, Martin Zoller, Dieter Bröers. Und es ist, der Film, sage ich auch im Erzählertext am Anfang, es fängt erstmal recht düster an, weil es geht um die lange dunkle Nacht der Seele. Aber im Film machen wir das Licht an und zeigen auf, was es bedeutet und wie man da rauskommt und wie wunderschön das ist, wenn man so eine Erfahrung machen durfte. Und dann werden wir am 23. das neue Filmprojekt vorstellen. Der nächste Film wird heißen Ich bin da und es geht um Selbstermächtigung. Es geht darum, unabhängig zu leben. Und der Startschuss für den neuen Film ist eben auch am 23. Und nach dem Film, nachdem wir den Film geschaut haben, Sonntag in 8 Tagen, sind wir noch im Live-Studio. Da sind du und Katharina ja auch Ja. dabei. Martin Zoller wird dabei sein, Katharine Turner, höchstwahrscheinlich Dieter Bröers. Und dann werden wir noch einen schönen Live-Talk für euch haben. Also wird ein richtig zauberhafter Sonntagabend. Ich weiß nicht, ob die Systemmedien was Ähnliches parat haben an dem Sonntag. Ich glaube nicht. Ich freue mich sehr darauf. Das heißt, cool wäre natürlich, wenn man sich jetzt vorbereiten möchte, dass man von Schwarz zu Gold vorher sieht, weil das war ja quasi wie der Start, dass man dann in Genau. die 100.000 Löwen geht und dass wir uns dann freuen, was dann weiter passiert, wie es dann in die Selbstermächtigung geht. Ja. Schwarz zu Gold gibt es seit Ende letzten Jahres. Kann man online kaufen. Man kriegt dann einen Download-Link, kostet 11,99. Viele Leute, die ihn gekauft haben, haben mir berichtet, dass sie ihn mehrfach angeschaut haben. Ich auch. Und in dem Film sind Details, wo ich manchmal noch überrascht bin und schaue mir den Film an, also den Film, den ich gemacht habe, und auf einmal merke ich was und denke, oh, das war mir beim Schneiden gar nicht bewusst. Da wurde ich wieder geführt. Mir war selber nicht bewusst, dass das auch noch da drin steckt. Aber ja, ideale Vorbereitung. Und der zweite Teil, also diese ganze Filmreihe, heißt der Goldene Tribe, weil das sind wir, die wir uns auf den Weg machen ins Paradies. Wir sind der Goldene Tribe. Und diese Filmreihe wird uns begleiten auf dieser Reise. Nicht mit Konzepten, nicht mit, du musst das jetzt so machen und ich bin der Guru und alles, was ich sage, kommt von Gott und das musst du mir jetzt glauben, nö. Sondern wir fragen eben Leute, ne? Wir interviewen Menschen, die Erfahrungen damit gesammelt haben und dann daraus ergibt sich ein Bild und jeder kann aus diesen Facetten das rausnehmen, was für ihn wichtig ist. Und die Woche hat mir für den neuen Film Maggie Gschnitzer hat mir schon zugesagt, die wird im neuen Film mit dabei sein. Werden Wunderbar. wahrscheinlich in Frankreich Dreharbeiten haben im Juli. Und so geht es weiter und so wird die Reihe fortgesetzt, bis wir alle über die Regenbogenbrücke gegangen sind. Und das sehe ich als meine Mission, diesen Bewusstseinswandel mit Filmen zu unterstützen. Und wie gesagt, eben nicht, ihr müsst mir folgen, überhaupt nicht, sondern ich frage Leute, ich breite mal aus, was es da alles zu sagen gäbe. Und ihr nehmt euch das raus, was für euch im Moment gerade wichtig ist. Und immer mit dem Hintergrund, das ist was Gutes, was hier passiert. Das fühlt sich verdammt ganz oft nicht so an. Aber letzten Endes ist es was Gutes. Es ist prima. Wir kommen auf ein völlig neues Level. Und der Weg dahin ist halt, ja, da regnet es manchmal Asche, da wird es finster, man weiß nicht mehr weiter, man heult verzweifelt.
verwünscht oder beleidigt seine Engel. Und am nächsten Tag guckt man dann so ganz reumütig wieder hoch. Sorry, tut mir leid. Ich habe schon noch gesagt, tut mir leid, ey. Aber jetzt verstehe ich, wie wichtig das Ganze für mich war. Und ja, wie gesagt, die Filmreihe Goldener Tribe wird uns da begleiten. Wunderbar, Oliver. Ihr seid im Juli und August auch auf Tour, Deutschland, Österreich, schweizweit. Und wer Lust hat, einen Kinoabend zu organisieren, größer 40 Menschen, der darf sich bei dir oder bei uns melden. Und dann Sehr gerne. organisieren wir das sehr, sehr gerne, sodass du ja möglichst viele Menschen triffst und möglichst viele Menschen dann auch diese wunderbaren Filme zu sehen bekommen. Eins möchte ich noch zum Schluss sagen, was ganz wichtig für mich ist, ist, ja, wir müssen alle alleine durch und trotzdem haben wir uns und können uns aneinander festhalten und können uns helfen, dass jeder, der gerade aus der Waschmaschine rauskommt und torkelt, der wird aufgefangen. Ja, der wird wieder schön stabilisiert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist einer der Aufträge, die wir bei der Living Earth haben oder den ich fühle, dass wir da sind füreinander. Und egal, was draußen gerade passiert, ja, du wirst aufgefangen, wenn du die Fähigkeit hast, dich auszudrücken und um Hilfe zu fragen und auf uns zuzukommen, dann sind wir alle da und gehen das gemeinschaftlich durch. Das ist ganz arg wichtig, weil um Hilfe zu bitten und Hilfe anzubieten und zu geben, es darf nie oben unten sein, ne? Ich brauche Hilfe, ich bin so klein, ich gebe Hilfe, ich bin so groß, ne? So sind wir ja aufgewachsen, überhaupt nicht. Hilfe ist ein heiliger Bund, den beide Seiten eingehen, weil wenn mich niemand um Hilfe bittet, dann kann ich ja auch nicht helfen, ne? Es ist für beide Seiten, es ist ein heiliger Bund, den man eingeht, ich brauche Hilfe, ich gebe Hilfe und dann machen wir was zusammen. Und ja, wir gehen Hand in Hand, gehen wir über die Regenbogenbrücke. Jeder hat seinen eigenen Weg, aber wir gehen diesen Weg Hand in Hand. Und es ist was Schönes. Danke dir, lieber Oliver, für deine wunderbare Arbeit. Ich freue mich sehr auf den 23. Wir verlinken alles nochmal unter dem Video, auch den Schwarz-zu-Gold-Film und auch Olivers geschrumpfter Telegram-Kanal. Vielleicht hast du ja Lust, weil du willst und weil du wirklich durchgehen möchtest, dabei zu sein. Dann darfst du dich da gerne einklinken. Vielen Dank, Oliver. Bis ganz, ganz bald. Und euch auch noch alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten. Tschüss. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich.